Also das ist ganz, ganz schlecht. Also es ist einfach Wasser. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Oh ja. Mein Gott, ist das lecker. Das ist ja noch besser als das hier. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja ein Gedicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann ja bitte etwas so lecker sein? Mega, mega Produkt. Ich bin total begeistert. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zu Rohvegan am Limit. Und zwar, ich teste heute ein Produkt. Genau genommen Haferdrink, ja, für euch. Ich habe hier verschiedene Background-Informationen zu diesen einzelnen Produkten für euch hier evaluiert. Ich habe ebenfalls eine Bewertung für euch vorbereitet, die ich gleich live mit euch vornehmen werde, in Bezug auf Geschmack, Konsistenz, Preis und Inhaltsstoffe. Ich werde zu den Inhaltsstoffen meine Expertise eben noch geben. Und wenn euch dieses Format gefällt, dann zeigt mir das sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Und sehr wichtig, schreibt mir in die Kommentare, welche Produktreihe ich als nächstes testen soll, auf Geschmack, Konsistenz, Preis und vor allen Dingen auch auf die Inhaltsstoffe. Und dann werde ich das eventuell tun, wenn das Video natürlich auch großen Anklang bei euch findet und die Daumen das auch zeigen, dass das natürlich interessant ist für euch, was ich hier auch tue und vorbereitet habe. Also, wir haben hier 7 verschiedene Pflanzendrinks. Ich hatte noch 9 Stück gehabt, 2 rausgenommen. Das wird einfach zu viel. Ja, ich habe so die gängigen Sachen, ja, so Lidl habe ich dabei, Alpro habe ich dabei, Oatly habe ich dabei. Als allererstes fangen wir an mit der Marke Alpro, die alle Haferdrinks sind ungesüßt. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Das Entscheidende, bevor wir anfangen, ist aber das, warum ich hier ungesüßt genommen habe, ist das, denn es wird oft getrickst mit einem Mechanismus, der in der Lebensmittelindustrie gängig ist. Gerade bei Hafer ist es sehr, sehr populär, denn es wird die Hafermilch bzw. der Hafer in der Flüssigkeit versetzt mit Enzymen. Ja, das ist die Alpha-Amylase. Die haben wir auch im Speichel. Das kennt ihr daran, wenn ihr zum Beispiel ein Brot sehr lange im Mund liegen lasst, dann wird das irgendwann süß, weil die Alpha-Amylase arbeitet. Das ist die Fähigkeit, die Stärke, die in dem Hafer vehement enthalten ist, zu spalten in einzelne Zuckermoleküle. Erst Oligosaccharide, dann Monosaccharide, ja. Und das wird eben hier genutzt, damit man die Hafermilch noch süßer macht. Ja? Das wissen viele nicht, aber das muss man einfach mal erwähnen. So kann eventuell auch der Zuckergehalt hier etwas variieren. Halt, ja? Denn der Trick ist das, also man muss die Enzyme ja nicht ausweisen. Halt, ja? Und dann sieht man zum Beispiel, der Zuckergehalt ist vielleicht auf 0, aber wenn die Enzyme zugesetzt sind, was nicht deklarierpflichtig ist, dann weiß man nicht, wie viel Zucker da jetzt tatsächlich drin ist, durch die Enzyme. Halt, ja? Und das ist ein Fakt, den muss ich einfach hier ganz klar erwähnen, als allererstes, damit ihr wisst, woran ihr seid. So, wir fangen an mit Alpro. Ja, also Alpro, sehr bekannte Marke auf jeden Fall. Hier die ungesüßte Variante, Hafer. Und zwar, wir haben hier, ne, erste Zutat Wasser, dann haben wir Hafer. 8,7% ist ein Mittelfeld, ja. Also für mich ist immer sehr, sehr wichtig, ist ein Kriterium, wie viel Hafer ist tatsächlich in diesem Drink drin. Ja, wenn wir zum Beispiel nur 2% Hafer haben, ja, auf einen Liter, dann ist das nicht sehr viel halt, ja. Wenn wir aber so 10 oder sowas haben, dann ist das schon sehr gut halt, ja. Ihr versteht? Denn der Hafer kostet ja auch was. Wasser natürlich viel weniger halt, ja. So. Wir haben ebenfalls Ballaststoffe aus Mais. Finde ich gar nicht so schlecht, Ballaststoffe auf jeden Fall mit einzubauen. Dann haben wir Salz, aber mehr Salz finde ich auch sehr gut, darauf geachtet worden ist. Dann haben wir einen Stabilisator, Gelan. Ja, Pseudomonas Elidor. Ja, das sind Bakterien, die so gesehen halt auf zuckerhaltigem Medium, genau genommen Maltodextrin, gehalten werden. Ja, so, und dann wird das Ganze, dann wird aus Fermentation, wird dann entsprechend Kohlenhydrate dementsprechend gewonnen dann halt, ja, also aus Maltodextrin wird irgendwann Glucose gewonnen, aus die Glucosidasen, das sind Enzyme, die enthalten sind, die veranlassen das, ja, und dann wird das Ganze filtriert mit Alkohol, dann hat man diesen Zusatzstoff hier, ja, also wer meint, dass Bakterien Lebewesen in dem Falle sind, für einen, das ist ja auch immer so Ansichtssache für den einen oder anderen, dann ist das tatsächlich nicht vegan, denn wir haben hier Fermentationsprodukte von Bakterien drin, die für den Stabilisator quasi, für die Cremigkeit auch so gesehen sorgen hier, ja. Dann haben wir zugesetzte Vitamine und ich habe mir die Mühe gemacht und habe auch Alpro angeschrieben und tatsächlich haben wir hier B2 und B12. Welche Form von B12 war mir sehr wichtig? Und wir haben hier das Cyano-Cobalamin. Ich habe damit, also kann jetzt jeder deuten, wie er will, aber für mich ist klar, so Cyanidgruppen, ja, das Salz quasi der Blausäure, das ist jetzt nicht, was unser Körper unbedingt benötigt. Für mich wäre Methylcobalamin die schönere Wahl gewesen, weil Methylgruppen so gut wie jedes Molekül bei uns im Körper benötigt werden. Also das ist fast immer Mangelware bei uns im Körper halt, ja. Also und
Hier ist ebenfalls Vitamin D zugesetzt, das ist auch nur als Vitamin D deklariert, aber wenn man dann nachfragt, ist es dann auch, ne, hier steht es sogar, okay, tut mir leid, mein Fehler, hier steht auch dann D2, ja, also es ist nicht die vehementeste Form, da habe ich mal ein bisschen Problem mit den Angaben, die gemacht werden, wie viel Vitamin D dann schon gedeckt ist, ja, für Tagesdosis, ja, hier wird aber Vitamin D2, das ist natürlich nicht so potent wie Vitamin D3, von daher muss man eigentlich viel, viel mehr Vitamin D2 haben, um auf diese NRV-Werte hier dementsprechend zu kommen, die nötig sind, um seinen Vitamin-D-Spiegel gut zu decken. Von daher an hätte ich mir gewünscht, dass Vitamin D3 drin ist. So. Dann haben wir Sonnenblumenöl mit drin. Ist ein sehr Omega-6-haltiges Öl. Finde ich nicht ganz optimal. Calciumcarbonat haben wir drin. Das ist Kalk, genau genommen. Jetzt kein teures Produkt, sage ich mal. Aber Kalk ist jetzt, also Calciumcarbonat ist keine schlechte Calciumquelle. Ja? Also Calciumcarbonat wird in der Magensäure, die Magensäure ist sauer, wie der Name schon sagt, ja, also eine gewisse Säure, Salzsäure befindet sich dort, und das Calciumcarbonat, reagiert mit der Säure im Magen, ja, zu Wasser und zu CO2, das atmest du aus und dann bleibt halt Calcium übrig, ja, das kann man schon gut aufnehmen. Ja. Das dazu, also der Preis ist 2,19 Euro, das habe ich dafür bezahlt, und jetzt werde ich mal hier herangehen und das Ganze mal testen für euch, ja, und nach dem Geschmack erstmal. Das schmeckt ein bisschen nach Reis. Also für mich schmeckt nach Reismilch, eher statt nach Hafermilch. Aber die Konsistenz ist sehr schön, wahrscheinlich durch dieses Gelan, ja. Wirkt wie so eine Emulgator, schmeckt es quasi. Die Konsistenz ist nicht so wässrig, finde ich eine ganz gute Konsistenz, ja. Geschmack ist eher nach Reismilch, aber trotzdem ein sehr angenehmer Geschmack. Also Geschmack muss ich geben eine 8. Konsistenz muss ich geben eine, muss ich schon eine 9 geben, ist schon sehr gut. Preis 2,19, ja, ist jetzt nicht so günstig halt, ne? Da muss ich leider eine 3 geben. Und wobei ich korrigiere mal, wir haben ja einige Zusätze natürlich noch drin, ne? Also gut, B12 und D2, also Cyano und D2 ist jetzt nicht die Welt, ja. Calciumcarbonat ist Kalk, ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich trotzdem, ich korrigiere mal auf 4. Den Preis, so Inhaltsstoffe finde ich schwierig, ja. Also ein paar gute Ansätze sind da. Wir haben 8,7% Hafer, das ist ganz angenehm halt, ja. Das ist nicht so wenig halt, ja. Da gibt es schlechtere Produkte. Gelan, ja, also diese Bakterien, das ist jetzt nichts Schlimmes, würde ich sagen halt, ne. Ob man jetzt vegan ist oder nicht, kann man darüber diskutieren. Die Vitamine finde ich nicht ganz so optimal, weil sie keine gute Zustandsform haben. Sonnenblumenöl finde ich auch nicht so optimal, weil es sehr viel Omega-6 hat. Calciumcarbonat ist eine gute Calciumquelle, ja. Haben sich Gedanken gemacht, dass man eher an eine normale Milch rankommt. Ich verstehe den Gedanken. Von daher gebe ich den Inhaltsstoffen mal eine, schwierig, eine 6. Eine 6. Muss man noch zusammenrechnen hier halt, ja? Also bei Alpro ergibt dann dementsprechend die Menge hier 8 plus 9 plus 4 plus 6, ja, sind 27 durch 4, ergibt dann 6,75 Gesamtwertung Alpro. Kommen wir zum nächsten. Jetzt geht es ein bisschen zügiger. Und zwar haben wir Oatly. Ja, das Schöne an Oatly ist, muss ich ganz klar sagen, 10% Hafer. Finde ich super. Also 10% ist schon echt eine gute Basis. Und wir haben hier nur Wasser, 10% Hafer und Meersalz. Ja, das ist, ich kontrolliere das nochmal für euch. Ja, das sind die Inhaltsstoffe. Finde super. Ich finde super, so wenig puristisch gehalten. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier einen sehr schönen Vorteil. Und zwar haben wir 1,0 Gramm Eiweiß. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also wir haben hier viel Eiweiß, ja, im Vergleich zu Alpro. Haben wir dann dementsprechend nur 0,2 Gramm Eiweiß gehabt, ja. So, 6,7 Gramm Kohlenhydrate, Ballaststoffe auch 0,8. Wir haben ein bisschen Ballaststoffe auch mit drin gelassen, finde ich auch gut, ja. Fett 0,5, sehr wenig. Preis ist 1,95, ja. Also, jetzt machen wir den Geschmackstest. Ja, ja. Also, Oatly, die sind bekannt geworden. Das haben wir auch auf der Homepage, haben die es auch deklariert. Dass sie eben dieses Verfahren mit den Enzymen quasi nochmal so ins Leben gerufen haben. Der Artikel wurde aber entfernt von der Homepage, das hat mich sehr gewundert, aber man merkt eben deutlich. Also wir haben hier 6,7 Gramm Kohlenhydrate, ist jetzt auch nicht so wenig, schon relativ viel Kohlenhydrate, aber man merkt, das ist sehr süß, ja. Geschmacklich ist das schon sehr gut, muss man wirklich sagen. Also die Konsistenz ist auch, wundert mich, diese Cremigkeit ist trotzdem da. Ich muss mal hier einen Vergleich machen. Ja, der ist noch cremiger, Wahnsinn. Wirklich gut, also Hammer. Finde ich echt gut. Also, ja, also machen wir Bewertung. Also Geschmack ist, ich weiß nicht, ich muss eine 9,5 geben. Ich muss vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben lassen, aber das ist schon, das ist mega. Ja, das ist wirklich gut. Konsistenz ist auch mega, ist besser als noch bei Alpro, ist noch cremiger, muss ich auch, also ist wirklich cremig, auch 9,5 geben. Ich bin nicht gesponsert von irgendwelchen, ich mache keine Kooperation oder sonst, würde ich nie machen halt, ja. Ich habe meine eigene Firma und für niemanden anderen würde ich jemals was machen.
So, Preis ist natürlich ein bisschen gesalzen halt, ja. Aber da wir hier 10% Hafer haben, was schon echt viel ist, ja, das darf man nicht vergessen halt an der einen Stelle, ja. Von daher an würde ich preistechnisch, ja, 10% Hafer, wie schon so eine 6,5 geben, ja. So, und dann haben wir die Inhaltsstoffe, also das ist mega, ja. Also wir haben hier Meersalz, wir haben ein bisschen Hafer, wir haben Wasser, was soll ich sagen, da muss ich eine 10 geben, ja. Also es ist perfekt, so würde ich eine Hafermilch zu Hause machen halt, ja. Das ist super. Das ist einfach super, ja. Kann man nicht anders machen. Dann haben wir eine 8,875, ja. 8,875 Gesamtwertung, ja. Also bin echt positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Nicht schlecht. Pro war Mehl, ja. So. Zutaten. Wasser, Hafer, aber glutenfreier Hafer. Das ist ein Pluspunkt. Finde ich super, ja. Wir haben hier auch wieder Öl drin, ja. Sonnenblumenöl. Und wir haben Meersalz drin. Finde ich immer gut, dass ihr auch auf Meersalz achten. Kohlenrate 5,2, auch wieder 0 Gramm Zucker. Bin ich gleich gespannt. Ich merke das immer sofort, ob das Enzym zugesetzt worden ist oder nicht, wie süß es ist. Keine Ballaststoffe, finde ich sehr schade. 0,2 Protein, finde ich sehr wenig. Fett 1,4. Preis 1,95, nicht ganz so günstig. Dafür, dass nur 5,5% Hafer drin sind, aber wahrscheinlich, dass der glutenfrei ist, ein bisschen teurer, dass darauf geachtet worden ist. Beim Mahlprozess, denn Hafer hat ja von Natur aus kein Gluten, aber durch den Mahlprozess wird es kontaminiert. Ja, ganz, ganz wässrig, muss ich sagen. Nicht zu vergleichen. Sehr wässrig. Also Konsistenz muss ich leider... Ist okay, ist nicht schlecht, aber muss ich... 5,5. Geschmack, völlig legitim. Nichts Besonderes, nicht schlecht. Also ist gut. Ja, ist gut. Kann man nicht meckern. Also anzumerken ist, es ist Bio. Das ist nicht Bio, das ist auch nicht Bio. Das ist nicht Bio, weil wir natürlich auch Vitamine zugesetzt haben. Nein, das ist auch Bio. Tut mir leid, Oatly ist auch Bio. Wow, mega. Haben wir ja kein Bio, hier haben wir Bio, ja. Also, ist auch Bio, Oatly. Mein Gott, wird immer besser. Hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Punkte gegeben. Okay. Also, Geschmack muss ich leider sagen, ist eine 6,5. Ja, nochmal. Ja. Ja. Also das ist schon gut mit 8,65. Preis ist teuer für 5,5% Hafer, auch wenn es glutenfrei ist, ist Bio, ja. Also preislich muss ich da eine 4 geben. Ja, also es ist so, Inhaltsstoffe, Sonnenblumenöl haben wir drin. Glutenfreier Hafer immerhin halt, ja. Inhaltsstoffe muss ich, ja, Salz, 5,5% nur Hafer, also was soll ich sagen, also da gebe ich eine 5. Ja, also wo landen wir da? 5,25 Gesamtwertung haben wir da. Jetzt haben wir hier V-Happy, ja. So, das müsste, glaube ich, hier, das könnt ihr, glaube ich, nicht erkennen, weil ich einen Greenscreen hinten habe. Ja, wir haben hier ebenfalls auch ein, nee, tatsächlich nicht. Das ist kein Bioprodukt. Das ist ja komisch. Barista ist es aber auch, ja. Aber da gibt es ein paar Sachen zu sagen. Also, wir haben hier Wasser, Hafer, jetzt kommt wirklich dicke 14% Hafer. Das muss man wirklich immer klatschen. Das finde ich wirklich Hammer. Ja? Und das Geile ist, wir haben hier Rapsöl. Rapsöl hat natürlich viel, viel mehr Omega-3 als Omega-6, von daher deutlich besser als Sonnenblumenöl. Da muss man auch mal klatschen. Mehr Salz finde ich auch super, super statt Dingens. Aber wir haben hier auch ein paar Vitamine wieder zugesetzt. Und, ja genau, da habe ich leider keine Antwort bekommen. Aber hier steht auch wieder Vitamin D, B12 und B2. Von daher, es wird wahrscheinlich das Gleiche sein wie hier. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Meine Vermutung, weil es genau die Vitamine sind, ob es auch wieder Cyano und nur D2 ist, weiß ich nicht. Jetzt verstehe ich auch, warum es nicht Bio ist, weil diese Vitamine zugesetzt worden ist. Sobald du Vitamine zusetzt, kannst du es nicht mehr Bio zertifizieren, das weiß ich zufällig. 6,9 Kohlenhydrate, auch ein bisschen Zucker schon, ne? Also Eiweiß 1,2, sehr viel Eiweiß, ja? Wir haben hier sehr, sehr viel Eiweiß, weil auch so viel Hafer drin ist, ja? 3,5 Fett auch, weil wir so viel Hafer drin ist. Hafer hat viel Fett, ja? 7%. 1,59 ist der Preis und jetzt bin ich sehr gespannt auf dieses Produkt hier. 14% Hafer und Rapsöl statt Sonnenblumenöl. Ach, schade. Ach, echt schade, ey. Wirklich, wirklich schade. Für mich geht's geschmacklich leider gar nicht. Nee, das kann man nicht machen. Also für mich nicht. Also vielleicht, es ist ein sehr intensiver Geschmack. Vielleicht mag jemand genau diesen Geschmack. Es kann sein, ist aber einfach echt nicht mein Geschmack. Es schmeckt null nach Hafer, es schmeckt nach irgendwas, was ich nicht definieren kann. Nee, geht nicht. Kann ich leider nicht durchgehen lassen. Also für mich geschmacklich nicht. Gut. Also Geschmack muss ich leider, es kann schlimmer sein. Also ich muss eine 2 geben, ja. Es kann definitiv schlimmer
Nee, ich muss eine 1 geben, tut mir leid. Also, jetzt kommt dieser Nachgeschmack nochmal. Tut mir leid, ist nur meine persönliche Meinung halt, ja. Also, Konsistenz, sorry, nochmal. Ist okay. Ja. Ist ein bisschen was, das ist super krass von der Konsistenz, ist ein bisschen was so zwischen denen so. Konsistenz ist schon ganz gut, ja. Also können wir schon eine 8 geben. Preis ist 1,95, finde ich völlig legitim. Wir haben 14% Hafer drin, ist echt super. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, wir haben auch Rapsöl statt Sonnenblumenöl. Also muss ich wirklich sagen, muss ich eine 9 geben. Nein, weißt du was, ich gebe eine 10, weil das ist, glaube ich, der Höchstwert, 14%. Wenn nicht, korrigiere ich gleich nochmal nach unten. Aber ich glaube, es ist der Höchstwert, da muss ich eine 10 geben. Das ist Endstufe halt, ja. Inhaltsstoffe finde ich gut, wir haben Rapsöl, wir haben 14% Hafer, finde ich auch mega halt, ja. So, Vitamine zugesetzt, finde ich schade. Hätte man nicht machen müssen, gerade wenn man schon so viel Hafer drin hat, da hat man schon viele Vitamine drin. Die wollten nochmal einen draufsetzen, also wirklich sehr nahrhaftes Produkt. Inhaltsstoffe technisch leider kein Bio-Vitamine zugesetzt, ist schwierig. Ich tue mich sehr schwierig, ich muss eine 8,5 geben. Ja, also sicherlich nicht so schlecht. Also das Produkt schneidet tatsächlich sehr gut ab, halt, ja. Wobei der Geschmack wirklich, ich würde es, also wir rechnen es mal kurz zusammen. Haben wir 6,875, ja, eine Bewertung. Ich würde es trotzdem nicht kaufen, weil es mir geschmacklich nicht passt. Ja. Wenn der Geschmack nicht so wichtig ist, ist das hier dein Produkt, ja. So, Berief, ja, ist der nächste Kandidat. Wir haben hier glutenfreier Vollkornhafer, aber steht gar nicht, wie viel Prozent Hafer drin ist. Das ist sehr schade. Nutri-Score haben wir B. Das ist wirklich sehr schade, muss ich wirklich sagen. Das Produkt ist Bioprodukt, ja, das ist ein Bioprodukt, weil es keine Vitamine zugesetzt hat. Was haben wir drin? Hafer, glutenfrei, finde ich sehr gut, aber nicht wie viel. Finde ich total schlecht, kann man nicht machen, kann man nicht bringen. Man kann wirklich nicht dem Verbraucher sagen. Sonnenblumenöl haben wir wieder drin. Omega-3-Omega-6-Verhältnis, also 1 zu 120, ja. Wir haben Meersalz drin, Wasser drin, ja, die 4 Zutaten einfach nur. Fett 1,4, Kohlenhydrate 7,6, sehr viel. Eiweiß 0,7. Das heißt, wir haben hier sehr hohen Kohlenhydratanteil. Das heißt, wir haben wahrscheinlich sehr viel Hafer drin, ja. Denn das würde sonst so nicht sein halt, ja. Dann ist auch kein Zucker zugesetzt, irgendwo muss das herkommen, die Kohlenhydrate, ja. Von Sonnenblumenöl kommt sich, vom Salz kommt sich, vom Wasser kommt sich jetzt. Von daher haben wir wahrscheinlich sehr viel Hafer drin. Schade, dass ihr nicht draufgeschrieben habt, ja. Preis 1,99, ja, und ich werde mal probieren. So, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, weil es ja schon viel Kohlenhydrate hat. Es müsste also kräftig sein. Oh ja, mein Gott, ist das lecker. Das ist ja noch besser als das hier. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das ist noch viel besser. Also Oatly war ja schon echt lecker, aber Leute, das ist ja ein Gedicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann ja bitte etwas so lecker sein? Er muss eine 11 vergeben, was soll ich machen? Ich habe Oatly schon viel zu gut bewertet. Geschmacklich 9,5, das war ein Fehler. Weil das Produkt, ich muss eine 11 geben. Ich kann es nicht anders. Oder ich muss das andere nach unten korrigieren. Wahnsinn. Konsistenz ist, könnte minimal cremiger sein, aber das ist schon. Sag mal, guck nochmal. Nein. Also, Wahnsinn. Hammer. Einfach Hammer. Also Geschmack 10, Konsistenz 10, ganz klar. Inhaltsstoffe, ja, glutenfreier Hafer finde ich super, ja, finde ich wirklich, wirklich super. Meersalz super, Wasser super, Hafer wahrscheinlich sehr, sehr viel Hafer, wirklich sehr, sehr viel wahrscheinlich, ja. Der Geschmack, das merkt man, das ist sehr kräftig halt einfach. Ja, wir haben das Sonnenblumenöl drin, das zieht natürlich jetzt ein bisschen was ab, ja, muss man ganz klar sagen bei den Inhaltsstoffen. Und von daher an kann ich leider nur eine, ach, ist wahrscheinlich so viel Hafer drin und es ist auch glutenfrei. Ich muss trotzdem eine 9 geben. Ich muss wirklich eine 9 geben, weil da so viel Hafer drin sein muss und es auch noch Bio ist und glutenfrei. Das muss man belohnen einfach an der Stelle. So, Preis 1,99 ist gerechtfertigt. Ja, kann man nichts gegen sagen. Es gibt auch viel günstigere Produkte, ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, von daher, der Preis ist sicherlich eine 8, ja. Also es ist schon okay. Rechnen wir zusammen. Hier haben wir eine 9,25. Mega, mega, mega Produkt. Ich bin total begeistert. So. Das habe ich übrigens aus dem Bioladen, habe ich die, glaube ich, ja. Mir hat doch schon sofort jemand geschrieben auf Instagram, wo ich das gezeigt habe, dass ich das mal testen werde. Er meinte, so Brief ist mein Ding ins Halt. Und ich dachte, alles klar, ich teste mal. Aber er hat wirklich recht gehabt, also mega. So, Vimondo, 10% Hafer, viel, ja, Wasser. Sonnenblumenöl, schade, ja. Und Speisesalz, auch schade, ja. Schade, schade. Fett 1,2, Hafer, Kohlenhydrate 6,0. Wir haben noch 4 Gramm Zucker davon, 0,6 Ballaststoffe, Eiweiß 0,4. Und ich werde jetzt einfach mal verkosten. Ja, sehr gut. Ja, man merkt, 10% Hafer ist einfach gut. Das ist das, was ich euch jetzt mitgeben möchte. 10% Hafer, darauf solltet ihr achten. Ab dann ist es wirklich geil. Schön. Sehr zu vergleichen mit Oatly. Fast gleich. Kann nichts gegen sagen.
damit ich auch hier keine Unruhe tue, ja. Also ich muss, Geschmack ist wirklich sehr, sehr gut, ja. Ich mach nochmal hier zum Vergleich den hier. Ja, ich muss Geschmack gleich 9,5 geben. Der Konsistenz muss ich gleich machen. Ist 9,5, ist super, super gleich vom Geschmack. Preis 1,19, ja mega, ist 10, ja super. Inhaltsstoffe, leider Speisesalz, muss ich was abziehen. Sonnenblumenöl, muss ich was abziehen, aber 10% Hafer bleiben immer noch eine 8 halt, ja. Sind wir bei 9,25. Wie viel war denn dieses Brief hier? Auch 9,25. Okay, wir haben ein Stechen halt hier zwischen den beiden, ja. Also geschmacklich ist das ein bisschen aufregender, wir haben hier 14% Hafer halt, ja, aber der Preis ist einfach hier mega unschlagbar halt, ja, 1,19. Aber leider Speisesalz, ja. Ich mag diese Trennmittel in Speisesalz einfach nicht. Dem wird nachgesagt, dass es nicht die perfekte Wahl ist für die Arteriengesundheit, wenn da Trennmittel mit drin sind. Aber was dran ist, das möchte ich nicht jetzt verurteilen, aber wie auch immer halt. Aber das gibt immer so einen komischen Nachgeschmack, ja. Natumi. Wir haben Wasser, glutenfreier Hafer, 5,5%. Sehr schade, ja. Wieder sehr wenig. Wir haben Sonnenblumenöl drin, wir haben Johannesbrotkernmehl drin. Finde ich nichts Verwerfliches, ja. So ein Bindemittel ist das quasi. Müsste also ein bisschen cremig sein. Auch Meersalz drin, finde ich ganz gut. Wir haben hier Protein 0,4, sehr wenig. Kohlenrate 3,9, sehr wenig leider nur, ja. Wir haben sehr wenig, kein Zucker, aber weil nur 5,5 Hafer drin ist. Aber immer glutenfrei, 0,8 Fett. Preis 2,29 ist gesalzen auf jeden Fall. So wie das Meersalz, was dort dann enthalten ist. Also schauen wir mal. Also konsistenztechnisch ist das ganz, ganz schlecht, muss ich ganz klar sagen. Obwohl Sonnenblumenöl drin ist, obwohl Johannesbrotkernmehl drin ist. Das wundert mich. Ich habe jetzt gedacht, das ist jetzt hier ein Schokokuchen. Nee, also Konsistenz muss ich ganz klar eine 2 geben. Das ist einfach Wasser. Nee, ich muss eine 1 geben. Also das ist ganz, ganz schlecht. Also es ist einfach Wasser. Wirklich sehr wässrig vom Geschmacklich ist das daher auch nicht wirklich aufregend, muss ich sagen. Auch nur eine 4. Tut mir leid. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber nee, das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Finde ich jetzt. Also haut mich nicht vom Hocker. Preis 2,29 noch dazu, obwohl wir nur 5% Hafer drin haben. Wir haben zwar Bio-Siegel drauf, aber Preis ist auch leider eine 3. Inhaltsstoffe, ja, Johannesbrotkernmehl. Wir haben glutenfreier Hafer. Wir haben aber Sonnenblumenöl drin. Finde ich auch nicht so ganz optimal. Eine 5. Preis. Inhaltsstoffe her, ne? Komm, gleich mal mit einer 6. Weil glutenfreier Hafer ist. Eine 3,5. Tut mir leid. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Nicht meins einfach. Ist ja Geschmackssache halt. Wie gesagt, Konsistenz leider sehr wässrig. Und ja, wir sind durch. Das war's. Ja, also beiden Gewinner haben wir hier. Das sind die beiden Gewinner halt, ja. Jetzt haben wir den Stechen quasi hier. Ich mache aber nochmal, ob da wirklich geschmacklich so viel Unterschied nochmal ist. Ich gebe nochmal hier nochmal ein bisschen Gas hier. So, jetzt gucken wir nochmal. Ach, einfach toll. Aber herrlich. Ist auch gut. Aber Leute, tut euch einen Gefallen. Ja. Muss ganz klar sagen, mega. Brief mega vom Geschmack. Wirklich mega. Aber wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, geschmacklich hier. Wenn ihr auch ein extrem gut geschmackliches Produkt haben wollt, aber nur ganz wenig ausgeben wollt, 1,19 Euro ist das hier eure Wahl. Ja. Wenn ihr ein bisschen mehr auf Geschmack legt, vielleicht 1 Euro mehr ausgeben wollt, knapp, ne, dann ist das hier euer Produkt. Ja. Das ist so ein Mittelding halt aus beiden, würde ich sagen, auch sehr gut, ein bisschen günstiger halt, 2 Euro halt, ja, so. Und geschmacklich hier leider nicht überzeugt halt, die beiden für mich nicht sehr überzeugend, Alpro Mittelmaß, ja. Ja, also das kann man nicht vergleichen, also mit dem hier und Alpro oder sowas halt, das sind wirklich Welten. Und ich möchte auch keine Geschenke haben von Berief, dass ich jetzt für dich hier Werbung gemacht habe oder wie auch immer halt, bitte nicht. Mich interessiert das nicht. Aber ich muss ganz klar sagen, ist ein tolles Produkt vom Geschmack halt, ja. So, das war's. Ne? Inhaltsstoffe technisch, hier habe ich ein bisschen was gesagt halt, ja. Es ist nichts Bedenkliches in all diesen Produkten drin, ja, so. Es gibt großartig noch ein paar Nebeninfos halt hier. Es gab mal Stiftung Warentest, habe ich gelesen, bei Take It Veggie. War Nickel belastet, dieses Produkt. Ansonsten Oatly, da gibt es noch eine Barista-Variante, die eignet sich zum Aufschäumen, ja. Und Oatly hat etwas mehr Phosphate drin. Und Phosphate sind in hohen Konzentrationen nicht so optimal für die Niere, so schreiben die es hier. Aber man schippt sich ja damit quasi nicht zu. Von daher an, ja, also das trinkt man ja so ein Gläschen oder sowas halt, ne? Aber das wurde jetzt als Nachteil ausgelegt bei Oatly halt, ja, muss jeder selbst für sich entscheiden, inwieweit für ihn Phosphate relevant sind. Ansonsten ist hier nichts großartig Verwerfliches drin, klar.
über die einen anderen Vitaminvarianten gibt es wahrscheinlich attraktivere Formen halt, ja, aber es muss auch wirtschaftlich sein, das kann ich auch verstehen halt, ja. Die Formen werden aber auch umgewandelt, muss man auch ganz klar sagen, Cyano wird umgewandelt, ja, D2 wird auch umgewandelt im Körper halt, ja. Ist nur ein bisschen aufwendiger, aber es wird umgewandelt, ja. Also, dass es nicht zu gebrauchen ist, ist auch ein Trugschluss, das ist nicht so. Ich habe jetzt quasi nicht mehr dazwischen getrunken mit dem Wasser, aber das ist, glaube ich, auch nicht so relevant. Ja, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen.